Hallo, liebe Geschwister. In Hebräer 10 steht, wir sollen uns aufeinander Acht geben und uns gegenseitig zu Liebe und zu guten Werken anspornen und besonders auf die aufpassen, die anfangen, die Versammlungen zu verlassen, die nicht mehr erscheinen, die sich langsam zurückziehen. Im Moment ist es auch so, durch das, dass wir uns nicht so regelmäßig sehen, dass wir uns nicht in den Gottesdiensten sehen können noch und uns oft nur online treffen können, verlieren wir sehr schnell den Blick auf Leute, die nicht da sind, denen es vielleicht irgendwo schlecht geht, die vielleicht vorher schon im Glauben gekämpft haben oder irgendwo an den Rand gedrängt waren, die sich schwerer getan haben. Und ja, wir sind viel mehr in dem drin, dass wir auf uns selbst schauen, kommt mir halt vor. Wir sind viel mehr in dem drin, was will ich, was brauche ich, wo hole ich mir was her, was schalte ich mir ein, was schaue ich am Sonntag an, wie auch immer. Da sind wir sehr stark drinnen. Und wir verlieren diesen Blick für andere, wenn wir andere nicht regelmäßig sehen, nicht regelmäßig in Kontakt sind. Und ich möchte uns heute eine Aufgabe mitgeben, dass wir an diese Stelle aus Hebräer 10 denken. Dass wir daran denken zu sagen, was möchte der Herr von mir, dass ich Liebe habe zu meinen Geschwistern, besonders zu den Geschwistern, die vielleicht durch eine schwere Zeit gerade gehen. Nicht durch eine schwere Zeit menschlich gesehen, sondern durch eine schwere Zeit im Glauben gehen. Auf diese Geschwister zu achten und sie zu ermahnen und zu ermutigen, den Versammlungen nicht fern zu bleiben, sie vielleicht einzuladen. Im Privaten geht das ja jetzt wieder, wir können uns gegenseitig einladen. Ermutigen wir uns dazu, laden wir uns gegenseitig ein, suchen wir Kontakt, vor allem mit Geschwistern, die vielleicht vor Corona schon am Rande gestanden sind. Wie hoch wird die Wahrscheinlichkeit sein, dass jemand, der vor Corona am Rande gestanden ist und sich schon schwer getan hat, in den Gottesdienst zu kommen, dass der jetzt regelmäßig noch kommt? In der Bibelstelle steht nicht, dass Gott uns dieser Verantwortung entbindet, wenn wir Corona haben oder wenn schwere Umstände sind. Da steht, wir sollen alle Zeit Acht haben und achtsam sein aufeinander. Und wir sollen uns gegenseitig in Liebe dorthin führen, an diesen Versammlungen wieder teilzunehmen. Und ich würde mir wünschen, wenn wir jeder jemanden finden und auf den zugehen, damit wir da wieder gemeinsam zusammenbleiben. Thank you.